Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videoformat hier bei Perspektive Online. Mein Name ist Tim und ich werde euch jetzt jeden Sonntag hier drei News aus der vergangenen Woche präsentieren, die wichtig waren. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr seht. Lasst doch gerne einen Kommentar da, was wir verbessern können. Ansonsten beginnen wir gleich hinweg mit den Lockdown-News Nummer 1. Und zwar ist es so, dass ja in ganz Europa es zu Lockdowns gekommen ist in großem Stil. Und zwar sahen die überall ziemlich ähnlich aus. Und zwar wurden nämlich große Konzerne offen gelassen. Leute durften weiter zur Schule gehen oder sollten weiter zur Schule gehen, während gleichzeitig das private Leben massiv eingeschränkt wurde, Gastronomie, Kinos und so weiter geschlossen wurden. Das Ganze läuft nach einer klaren politischen Linie, nämlich zu sagen, dass die großen Unternehmen ihre Profite weitermachen sollen und irgendwie gleichzeitig geschafft werden soll, die Pandemie ungefähr unter Kontrolle zu halten, damit wir auch weiterhin schön für die Profite schuften können. Das ist erstmal die Situation. Darüber regt sich auch viel Widerstand. Zum einen gibt es den Widerstand von rechts, wie man es auch jetzt in Leipzig nochmal sehen konnte, der die Ursachen der ganzen Misere und Situation halt gar nicht angreift, sondern letztendlich vor allem den Fokus eigentlich nur auf Corona legt, ohne das Gesundheitssystem zu kritisieren, ohne die Profitwirtschaft zu kritisieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Proteste von den sozialen Bewegungen, von links. Darauf möchte ich erst mal kurz ein bisschen weiter eingehen. Und zwar ist es so, dass in Italien es in dieser Woche Proteste von Gastronomen gab, die unter Einhaltung der Abstandsregeln für eine Sofortunterstützung durch die Regierung, die keine Almosen ist, demonstriert hat. Auch in Frankreich gab es Proteste, so zum Beispiel in Toulouse, wo Menschen auf die Straße gegangen sind und dafür protestiert haben, dass es keine Profite geschützt werden sollen, sondern eben die Gesundheit. Auch gab es wieder Proteste der Gelbwestenbewegung. Zudem gab es auch Aktionen und Demonstrationen in Spanien, wo es große Aktionen gab gegen Zwangsräumungen, weil es zum Beispiel in Barcelona selbst während der Pandemiezeit zu 800 Zwangsräumungen seit Mitte September gekommen ist. Im 11. November soll ein Generalstreik stattfinden in Madrid. Und auch jetzt am Samstag gab es schon Aktionen im ganzen Land am 7. November. Da übrigens nicht nur in Spanien, sondern auch in Deutschland, wo es zu Antikrisenprotesten von links kam, von dem Bündnis nicht auf unserem Rücken. Kommen wir jetzt zu den Lockdown-News Nummer 2. Und zwar geht es um die Corona-App, von der ja sicherlich alle schon mal gehört haben, aber tatsächlich haben sie viele Leute noch nicht installiert, was unter anderem damit zusammenhängt, dass sie auf ihren Geräten gar nicht laufen. Jetzt ist es ja so, dass Dorothee Bär vor einiger Zeit Digitalministerin gesagt hat, ja, die Leute sind einfach zu bequem, sich neue Handys zu holen. Das ist natürlich ziemlicher Unfug. Mittlerweile hat das auch die Bundesregierung verstanden. Sie wollen das jetzt weiter durchsetzen und zwar, indem es sogar Armreifen geben soll oder Schlüsselanhänger, damit alle Leute quasi in dieses System mit eingepflegt werden können. Gleichzeitig gibt es Forderungen, jetzt die Befugnis und die Möglichkeiten der App weiterhin auszubauen, nämlich dass sie quasi feststellen kann, wenn es größere Menschenansammlungen gibt oder auch in Gastronomie zur Registrierung genutzt werden kann. Natürlich gibt es dort jetzt erhebliche Datenschutzbedenken. Kommen wir also zu Lockdown News Nummer 3. Ja, der Lockdown ist verbunden mit einer Wirtschaftskrise, die nicht erst seit dem Lockdown existiert, sondern schon vorher angefangen hat, eine zyklische kapitalistische Wirtschaftskrise, die jetzt aber durch die Pandemie und die Lockdown-Maßnahmen eben verschärft wird. Und auch jetzt in der zweiten Welle und dem zweiten Lockdown gibt es wieder starke Eingriffe und Probleme in der Wirtschaft, insbesondere in der Gastronomie, in dem Kulturbereich und so weiter. Und bis Ende des Jahres wird davon ausgegangen, dass 400.000 neue Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter dazukommen werden, dass es dann 3,2 Millionen sind. Und zudem gibt es eine Einschätzung, dass 180.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten vom Institut der deutschen Wirtschaft. Und ja, dazu ist eigentlich vor allem festzuhalten, dass diese Menschen eben große Schwierigkeiten haben werden, ihre Miete zu zahlen, ja, ihre Alltagsgeschäften nachgehen zu können. Und da kommen wir eigentlich wieder an den Anfang, an den Beginn unserer heutigen kleinen Nachrichtenshow zurück, nämlich, dass es notwendig ist, auch soziale Bewegungen und Proteste von unten, von links zu organisieren. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche.